Liebe Zuschauende, dies ist der zweite Teil einer ausführlichen Podiumsdiskussion zum Thema Gendern. Oder hätte ich es lieber ZuschauerInnen nennen sollen? Okay, wie auch immer. Also, wenn Sie solche Sachen interessieren, dann können Sie mir glauben, das wird spannend. Wie gesagt, das hier ist der zweite Teil. Es gab schon einen ersten. Sie können aber auch hier einsteigen. Ich verspreche Ihnen, es wird spannend. Und dann würde ich sagen, in der Weise legen wir einfach los. Ich denke, das ist an sich ein ganz zentraler Punkt. Und das ist genau diese Schnittstelle zwischen diesen zwei Welten, die Herr Rieck angesprochen hat, nämlich die historische Sprachentwicklung und die, ich sag mal, gesellschaftspolitische, gesellschaftliche, psychische Seite. Denn ich denke, das Problem sozusagen, das dem allen bei uns in Deutschland zugrunde liegt, ist die Grundassoziation, dass wir mit Feuerwehrmann ist natürlich ein blödes Beispiel jetzt, aber mit Lehrer zum Beispiel automatischen Mann verbinden, obwohl es eigentlich ein neutraler Fall ist, der erst dann spezifisch ist, wenn man wirklich ein spezifisches Geschlecht bezeichnen will. Die Lehrerin ist dann eine Frau, der Lehrer, der Herr Lehrer wäre ein Mann, aber erstmal ist Lehrer genusneutral. Das merken wir daran, dass wir zum Beispiel, wenn wir das Experiment machen, uns einen englischen Begriff zu nehmen und versuchen, den einzuordnen, werden wir wahrscheinlich, vermute ich, so geht's mir oft, werden wir den wahrscheinlich erstmal maskulin vielleicht einordnen, einfach weil es im Englischen keine weibliche Form gibt. Das heißt, unser Problem ist eigentlich, glaube ich, weniger, dass wir eine männliche oder eben gerade nicht männliche und eine weibliche Form haben, sondern dass wir automatisch mit dem Genus commune, wie es Herr Meinecke genannt hat, also dem sogenannten, falsch benannten generischen Maskulinum, das ja wie gesagt keines ist, dass wir darunter eine männliche Person verstehen. Und unter Genus commune versteht man was anderes. Ja, in der Sprachwissenschaft. Das ist ein Fachbegriff. Ich hatte ihm geschrieben, im Übrigen das hervorragende Buch von Herrn Meinecke kann ich allgemein nur empfehlen, weil das auf sachlicher Ebene wirklich herausragend ist, wie ich fand. Also ich war völlig begeistert und letzten Endes hat das dazu geführt, ich hatte eine Rezension über ihn geschrieben, dass wir diesen Gesprächskreis hier haben. Also wärmste Empfehlung, die Studien zum generischen Maskulinum von Herrn Professor Meinecke, ein wunderbares Werk, wie ich finde, sehr erhellend und was auch diese psychosozialen Zusammenhänge sehr schön beleuchtet. Auf jeden Fall hatte ich ihm geschrieben und hatte gedacht, naja, ich würde das sogenannte Maskulinum halt genderneutrales Standardgenus nennen, weil es dann diesen maskulinen Impetus verliert, damit wären wir ja schon mal einen Schritt weiter. Und er hatte dann eben das gemeint, ja, nee. Aber er meinte, nee, das finde er nicht so praktisch, er würde es Genus commune nennen. Na gut, ob das jetzt sprachwissenschaftlich korrekt ist oder nicht, kann ich nicht einordnen, ist jetzt nicht so wichtig. Naja, aber, das hat halt schon eine andere Bedeutung, das ist das bisschen das Problem. Okay, ja gut, das ist natürlich so. Es gibt das Wort Genus commune und es hat eine andere Bedeutung, als er es meint, aber das ist schon okay. Okay, nee, genau, das ist dann doof, aber dann haben wir da halt eine Bedeutungsverschiebung, die haben wir ja auch manchmal, nicht in der Sprache, wunderbar, kommen wir auch mit klar. Gut, also insofern glaube ich, dass wir ein bisschen im Deutschen damit festhängen, dass wir durch unser Femininum und unser Maskulinum und vor allem durch das der, die, das, ne, diese verdammten Artikel, dass wir dadurch automatisch spezifisch männliche Formen im Kopf haben, wenn wir Lehrer hören, was aber eigentlich nicht der Fall ist. Und was jetzt Frau Holland-Kunz natürlich sehr berechtigt anmerkte mit der Gleichberechtigung der Frau, die sich auch sprachlich eben niederschlagen sollte, so kann ich das sehr gut verstehen, dass man die Sprache versucht hat als ein Anker zu benutzen, um darauf aufmerksam zu machen, nee, es sind nicht alle Professoren Männer, es gibt auch weibliche Professoren, ne, inzwischen auf jeden Fall, oder es kann auch weibliche Professoren geben, damals. Und hier also versucht wurde, sozusagen gesellschaftlich darauf hinzuarbeiten, dass man anerkennt, Frauen sind genauso dolle wie Männer. Ja, ich weiß gar nicht, was Anerkennen ist. Das ist wahrscheinlich, zum großen Teil ist das eine Frage, dass man es überhaupt erstmal bewusst macht. Also es ist ganz erstaunlich. Ja, genau. Durch die also anerkennen, bewusst machen, ne, hier als auf einer Ebene quasi gemeint. Ja, also mir durchaus. Gerade erst klar geworden ist, dass das eben tatsächlich etwas ist, womit ausgedrückt wird, dass man bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten einfach nicht gedacht hat. Völlig unabhängig davon, wie sich das geschichtlich mal entwickelt hat. Es gab ja auch Zeiten, wo einfach die Briefanrede war, sehr geehrte Herren.
Und das ist ja ein Punkt, da ist es ja vollkommen klar, bei Herren können die Damen nicht mit gemeint sein, solange sie nicht explizit genannt werden. Und das war damals aber auch völlig normal. Und das sind ganz einfach Dinge, das ist eine gesellschaftliche Rückkopplung, die damit stattgefunden hat, dass man, weil das eben auf diese Art und Weise war, das war die gesellschaftliche Realität, man mit etwas verbunden hat, also ein bestimmtes Bild, welche Personen denn dahinter stehen. Und genau dieses Bild, was damit transportiert worden ist, eines ist, was aufgebrochen werden sollte. Und das mag sein, dass wir jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten, aber ich glaube, dass Anliegen als solches scheint mir erstmal vollkommen legitim zu sein. Ob es gut oder schlecht begründet, ist natürlich mal eine andere Frage. Eine Anmerkung dazu zum Beispiel beim, also was ich spannend finde, sind zwei Dinge. Zum einen finde ich es eigentlich sehr, fast noch edukativer, wenn man so will, wenn die Leute Lehrer sagen und da kommt eine Frau rein, weil sie dann merken, oppla, Lehrer sind ja nicht nur Männer, das sind ja auch Frauen. Aus dem militärischen Bereich habe ich es bei Dokumentationen und so weiter gehört, die relativ neu sind, also die durchaus neu sind, von weiblichen Offizieren, dass die explizit sagen, ich bin Frau Kapitän oder ich bin Frau, was weiß ich, Leutnant oder wie sie alle heißen, diese lustigen Dinger. Und da denkt man sich plötzlich, Moment, ach, Leutnant, das ist ja nicht nur ein Mann, das kann ja auch eine Frau sein, nicht? Also sozusagen dieser Erleuchtungsaspekt zu merken, ich verstehe da natürlich einen Mann drunter, wenn ein Leutnant reinkommt und dann ist das aber eine Frau und die sagt ganz einfach, ich bin Frau Leutnant. Und damit die Vorstellung, das Klischee aufbricht, dass etwas, was im sogenannten generischen Maskulinum oder im genderneutralen Standardgenus oder wie auch immer bezeichnet wird, dass das automatisch männlich ist. Frau Lorenz, Sie wollten etwas sagen. Nein, ist es nicht. Erstens mal gibt es ja auch ein generisches Femininum, wenn man das generisch mal mit allen Abstrichen mal benutzen will als Terminus. Es gibt die Koryphäe, ja. Es gibt die Fachkraft, ja. Das sind generische Feminine, ja. Und keiner würde bei Fachkraft nur an Frauen denken, zum Beispiel, ja. Eben. Warum also dann nicht auch ist bei Männern, bei Maskulinum? Ja? Das Problem besteht meiner Ansicht nach, dass also oft Berufsklischees, Sie haben eben, Herr Rieck, dieses Beispiel mit den Feuerwehrleuten genannt, dass es da weniger um Sprache, sondern um Berufsklischees geht. Ja. Das auch. Wenn natürlich bestimmte Berufsgruppen vorwiegend von Männern ausgeübt werden, hat man das. Also wenn ich an Metzger denke, habe ich einen Mann vor mir. Ja, wenn ich an Straßenarbeiter oder was denke, dann entsteht vor meinem inneren Auge natürlich, weil ich weiß, dass die meisten Leute, die körperlich arbeiten, die ich kenne, Männer sind, ja. Aber das ist eine Geschichte, die jetzt sich nicht durch die Sprache, die nicht der Sprache anhaftet, sondern sozusagen dem soziokulturellen Umfeld, wenn Sie so wollen, ja. Also ja, aber die Sprache ist Teil der Wirklichkeitskonstruktion. Ja, und das Problem ist, dass man diese Wirklichkeit durch Sprachpolitik ändern will. Und damit habe ich ein Problem. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand mich bittet, spreche mich als Frau Professorin an. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das ist, haben Sie recht, das ist eine Art vielleicht der zwischenmenschlichen Höflichkeit. Selbstverständlich nehme ich auf jeden Gesprächspartner Rücksicht, wenn der das will, so angesprochen zu werden. Warum nicht? Ja. Aber ich habe ein Problem damit, wenn das dann sozusagen einer ganzen Sprachgemeinschaft aufoktroyiert wird, und zwar als neue Norm, und zwar von einer aktivistischen Minderheit. Ich kann es wirklich nicht anders sagen, es ist eine aktivistische Minderheit, die letzten, also von der INSA-Untersuchungen von der Welt am Sonntag in Auftrag gegeben, Forschungsinstitut, die sagen, dass 65% der Bevölkerung hierzulande das Gendern ablehnen. Ja, sorry, aber doch, es sind doch nicht die Aktivistinnen, die das durchsetzen, sondern die Präsidien, die Buchredaktionen, die Zeitschriftenredaktionen. Also sie machen jetzt eigentlich diejenigen, die diese Macht gar nicht haben, ja, die das in die Diskussion gebracht haben, die machen sie jetzt dafür verantwortlich. Also ich habe noch nie irgendjemanden zu irgendeiner Form des Genderns gezwungen. Ich habe von mir aus so gesprochen, weil ich damit etwas ausdrücken wollte. Dass das jetzt eine Form der Hochschulpolitik, der Verwaltungspolitik wird, das ist überhaupt gar nicht, also mir ist es ehrlich gesagt auch ein Problem, wenn die Präsidien mir aufzwingen,
wie ich zu sprechen habe. Ja? Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist gar nicht das Problem. Da aber das. Wir uns drauf einigen dann. Ja, aber dass es Aktivistinnen gegeben hat, die diese Frage in die Realität gebracht haben, das ist, finde ich, trotzdem etwas, was ich aus der Idee der Partizipation, der Gerechtigkeit, der Gleichheitsvorstellung, und zwar nicht sprachwissenschaftlich, sondern tatsächlich gesellschaftspolitisch wirklich wichtig und bedeutsam finde. Und ich habe gar keine sprachwissenschaftliche Vorstellung zu Luise Pusch, sondern ich habe eigentlich zur politischen Aktivistin, wenn Sie so wollen. Ja, da denke ich, das hat sie, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber trotzdem finde ich das eine hochinteressante Diskussion, die wir gerade hatten. Ja, denn es zeigt natürlich, dass es zwei völlig unterschiedliche Dimensionen sind und dass dieses Nicht-Mitdenken durch Mithören einfach schon eine wichtige Sache sein kann. Und was mir wirklich klarer geworden ist, dass Hamburger einfach was anderes sind als Professoren. Das muss man, glaube ich, verstehen und das war mir vorher so nicht klar. Denn im einen Fall wird es eben stärker mitgedacht als in einem anderen. Herr Rieck, das nehmen Sie einfach so an, weil es Ihnen jetzt plausibel erscheint. Haben Sie sich diese Studien denn mal angeschaut? Natürlich habe ich das nicht gemacht, aber in meinem Hinterkopf läuft Sie, gerade Sie machen mit, jetzt auf wie die Schnelle, kommt es Ihnen plausibel vor? Da ich ja der Einzige bin hier, die diese Studien, neben auch noch die Frau Lorenz, gelesen hat. Ich habe ein zweistündiges Video, wo wir eine wissenschaftskritische Lektüre über diese Studien gemacht haben. Ich habe mit den Verfasserinnen gesprochen. Ich habe erklärt, was an diesen Studien auszusetzen ist oder was man darüber sagen kann. Ich hätte gerne am Anfang, bevor wir hier darauf gesprochen sind, wo habe ich mich ja zu Wort gemeldet. Ich wurde nicht gefragt. Ich wollte nur die Zuschauer darauf hinweisen, wenn Sie überhaupt mal wissen wollen, was in diesen Studien vorkommt, dann können Sie sich das Video bei mir kostenlos und werbefrei anschauen. Und dann hätte ich für Sie, Frau Landkunz, noch eine Frage. Es gibt ungefähr 100 Millionen Deutschsprecher. Wenn wir mal annehmen, großzügig, dass jeder von diesen Deutschsprechern am Tag 1000 Sätze äußert. Drei Nullen hinten dran hätten wir 100 Milliarden. Wie erklären Sie sich, dass der Anteil an gendersensiblen Sätzen, wenn der Wunsch so groß ist, von Frauen zu gendern, exakt null ist? Es gibt keinen an jedem einzelnen Kalendertag im Deutschen kein einziger Satz, der nicht motiviert geäußert wird oder in die Kamera hineingesprochen wird. Also wirklich an der Theke, im Supermarkt und so weiter. Die Anzahl der gegenderten Sätze ist null. Ich habe gar kein Modell. Mein Modell ist kein sprachwissenschaftliches, sondern mein Modell ist, dass es tatsächlich in Gesellschaften immer Gruppen gibt, die für etwas stehen. Ja, und warum ist der Anteil null von 100 Milliarden Sätzen am Tag? Haben Sie diese Sätze gemessen? Haben Sie diese Sätze gemessen? Selbstverständlich. Sie haben die 100 Milliarden Sätze am Tag gemessen? Nein, das reicht doch. Es reicht doch, wenn man die Augen aufmacht und die Ohren aufmacht. Ja, aber dann gucken Sie doch mal, dass zum Beispiel in allen öffentlich-rechtlichen Medien mittlerweile tatsächlich Das ist in der Sprachwissenschaft. Nein, ja. Das spielt überhaupt keine Rolle in der Sprachwissenschaft. Es geht darum, nur die unmotiviert gesprochenen Sätze im Alltag. Das ist das, was die deutsche Sprache ist, nicht das, was in der Tagesschau gesagt wird. Tapferen Arbeit der Damen in den 60er, 70er Jahren, von denen Sie vorhin so lange geredet haben, müssten wir doch jetzt sehen, dass ganz viele Damen und auch Männer, ich bin auch dafür, dass Frauen Professor sein dürfen oder zum Mond fliegen dürfen. Wir müssten erleben, dass jetzt die Leute sagen, ich wurde hypnotisiert 5000 Jahre lang, jetzt wurde dieser Bann gebrochen, jetzt gender ich jeden Satz durch. Warum erleben wir das nicht? Also aus dieser Hypothese ergibt sich doch eine Prognose, das ist Wissenschaft. Sprachpolitik und es handelt sich um Diskurshoheit. Und was sprachpolitische Maßnahmen anrichten, das gibt es einen wunderbaren Roman, den kennen Sie natürlich auch, George Orwell 1984. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass alle autoritären Systeme, jetzt werde ich mal wirklich politisch, dass alle autoritären, nicht demokratischen Systeme versuchen, mit sprachpolitischen Maßnahmen das jeweils gewünschte Denken durchzusetzen. Ich bin Sinologin, ich bin unter anderem auch Sinologin, ich habe einige Zeit in China gearbeitet. Und ich kann Ihnen sagen, dass da also ganz klare sprachpolitische Maßnahmen ergriffen werden.
ein kleines Beispiel, vielleicht ein kleines Schmankerl für die Zuhörer. In irgendeinem sozialen Netzwerk hat sich mal ein chinesischer, ist es beispielsweise so, dass das chinesische Zeichen für Flasche, Ping, gebannt wurde, weil nämlich im Namen des Staatspräsidenten Xi Jinping dieses Zeichen Flasche sozusagen als Bestandteil vorkommt. Und das wurde natürlich dann als Beleidigung gewertet und sofort wurde dieses Zeichen gebannt. Ich empfinde es so, oder mir fällt es auf, dass geschlechtsneutrale Maskulinum, auch Wendungen wie Mann, jeder, wird in den Medien, in öffentlichen Verlautbarungen, in den Universitäten tunlichst vermieden. Wir haben inzwischen eine Tabusprache. Ja, und das stört mich. Es stören mich diese sprachpolitischen Ansprüche. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jeder Menschen, der wünscht, in bestimmter Weise angeredet zu haben, dem zu willfahren. Warum nicht? Ich bin ein höflicher Mensch und beanspruche auch, dass man mir höflich entgegenkommt. Aber es ist natürlich so, wenn sowas allgemeiner Komment wird, wenn eine bestimmte Lobbygruppe es geschafft hat, sozusagen unsere Diskurslandschaft zu verändern, ja, es sind ja nicht nur einzelne Wörter, es sind ja nicht nur einzelne Suffixe, es ist inzwischen auch unsere Grammatik, dass beispielsweise Studenten durch Studierende ersetzt werden. Im Radio höre ich, Autofahrende stehen im Stau, weil das Partizip Präsens inzwischen zur geschlechtergerechten Formulierung umgedeutet wird. Von wem? Wer maßt sich an, darüber zu stimmen? Ja, Frau Lorenz, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen. Ich finde auch den Satz absurd, Autofahrende stehen im Stau. Das finde ich auch grammatikalisch absurd gleichzeitig. Aber verstehe ich nicht ganz, warum Sie, wenn ich das mal so sagen darf, ich möchte Ihnen jetzt gar nicht zu nahe treten, warum Sie das so schlimm finden, wenn diese Form von sprachpolitischem Aktivismus der 70er und 80er Jahre von einzelnen Frauen, ja, von einzelnen lassen Sie mich mal ausreden, wenn der sich gewissermaßen in der Gesellschaft so weit jetzt offensichtlich doch durchgesetzt hat, dass die Medien, Verwaltungen und so weiter den Eindruck haben, dass da vielleicht doch etwas dran ist, in dieser Weise zu sprechen. Also Sie stellen ja jetzt nicht nur Luise Pusch und die Iren damals ja gewissermaßen als nicht wissenschaftliche Aktivistinnen, die so ein bisschen dumm auch sind, die auch vielleicht die Sprachwissenschaft nicht ganz verstanden haben da, sondern sie sagen im Prinzip auch alle, die mittlerweile das vielleicht gar keine so eine schlechte Idee finden, ja, und die sich dazu berufen fühlen, bemüßigt fühlen, sich in dieser Weise jetzt dem vielleicht anzuschließen, sind die dann auch alle irgendwie von George Orwell sozusagen beeinflusst? Das kann man doch so nicht sagen. Und ich liebe diesen Roman, ja. Also insofern, ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Vielleicht ganz kurz angeknüpft an Frau Lorenz oder Frau Holland-Kunz auch. Ich glaube, das ist im Augenblick tatsächlich ein relativ akutes Problem, gar nicht akademisch, sondern ganz praktisch. Und zwar, wenn ich bin im sozialen Bereich recht engagiert, das heißt, ich trainiere ehrenamtlich eine Jugendsportgruppe, habe daher viel im Stadtjugendring zu tun und so weiter. Immer wenn man sich in einem, auch im Naturschutzbereich bewegt, wenn man sich, wie gesagt, mit sozialen Projekten bewegt, gerade die mit Jugendlichen zu tun haben, dann ist es keine Option, sondern tatsächlich eine Pflicht für diejenigen zumindest, die in diesen Institutionen arbeiten, nicht nur eine Honorativform zu verwenden, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Spielerinnen und Spieler, sondern sie müssen eine Sternform verwenden, sonst würde es nicht überall stehen. Ich kann Ihnen mal kurz zeigen, einen Augenblick, was ich hier zum Beispiel einmal hatte, als ich mich um ein Regelwerk gekümmert hatte. Und zwar, einen Augenblick, ich teile mal den Bildschirm. Und zwar geht es darum, dass wir ein Sportregelwerk haben für unsere Sportart, die relativ jung ist. Und dieses Regelwerk
wurde vor einigen Jahren nach Beschluss des der Gemeinschaft dieses Sports, die noch nicht groß, aber doch deutschlandweit ist, mit dem Genderstern zu versehen. Ich habe nun dieses Regelwerk als Hörbuch eingesprochen, weil ich nicht immer nachblättern wollte und dabei festgestellt, mit dem Genderstern kann ich nicht arbeiten. Das geht überhaupt nicht. Also ich kann es nicht lesen. Ich könnte das ständig mit innen machen, aber dann hätte ich der, die Spieler in und dann irgendwie noch dazwischen was, damit auch die Diversen gemeint sind. Also es war einfach in der Praxis, es war nicht praktikabel, das in der Sternchensprache sozusagen umzusetzen. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, das Regelwerk im genderneutralen Standard, Genus Commune, wie man es nennen will, nochmal zur Verfügung zu stellen, auch weil der Text einfach absurd überladen war. Und man nicht mehr sich auf die Regeln konzentrieren konnte. Der, die Läuferin kommt mit dem Ball auf den, die Spielerin zugerannt und wird von dem, der Schiedsrichterin ermahnt, sofern der die Gegnerin ihn berührt hat, was auch immer. Also es war schlicht und ergreifend unmöglich. Und das Problem, was ich hier sehe aus der ganz praktischen Sicht, ist, wenn ich jetzt nicht den Stern verwende, was ich prinzipiell nicht mache, aber wenn ich ihn nicht verwende und ich richte mich an Leute aus sozialen Bereichen oder an progressive Leute, die mir an sich sehr sympathisch sind, die aus dem Naturschutzbereich kommen, die aus der Jugendarbeit kommen und wie gesagt progressiv orientiert sind, dann habe ich immer das Risiko oder zumindest in meiner Vorstellung ist das so, wenn ich jetzt das genderneutrale Standardgenus verwende, dann werde ich irgendwie in eine konservative Ecke gestellt, in eine ablehnende Ecke gestellt und muss befürchten, dass ich Repressalien, in welcher Form auch immer. Der ist doof, nee, dem ist wer jetzt nicht. Ach der, naja, der ist ja so komisch drauf. Also man wird automatisch, wie ich eingangs schon sagte, die AfD ist ja gegen das Gendern. Ne? Man wird ja automatisch irgendwie eher in die rechte, in die konservative Ecke geschoben, wenn man sagt, ich habe gute Gründe, warum ich nicht gender. Ich gehe nämlich davon aus, dass das Genus Commune für alle gilt und dass wir ein Missverständnis aufsitzen, wenn wir glauben, dass Lehrer nur männliche Lehrer anspricht. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben, dass wir auch überall auf Plakaten, sobald es um, und sei es um Dinge wie, was weiß ich, Antisemitismus geht, wo ich mich selbstverständlich engagieren werde oder engagiere und auch dagegen bin und das auch literarisch belegen kann. Aber dann wird immer, also inzwischen Gottlob etwas mehr mit der Honorativform, auch im Radio übrigens auch, dass von den Moderatoren dort immer mehr in der Honorativform der die gesprochen wird und nicht mehr mit dem Innen und Außen, in der Innenform. Aber trotzdem, es ist omnipräsent und es wird einem, sofern man selber in einem progressiven Bereich oder in einem Jugendarbeitsbereich unterwegs ist, immer aufs Auge gedrückt, dass man das ja muss, weil sonst würde man ja diskriminieren. Und ich habe tatsächlich Manschetten teilweise, wie schreibe ich jetzt, dass die Leute nicht glauben, ich würde jemanden diskriminieren, weil ich diskriminiere niemanden. Es ist mir völlig wurscht, wie sich jemand versteht, ob als Mann, Frau oder divers, wen oder was der liebt, das ist mir da völlig stulle. Ich will die Leute für meine Sache erreichen. Und wenn ich das aber durch die Vermeidung einer meines Erachtens unsinnigen Sprachform nicht mehr scheinbar kann, sondern letzten Endes stigmatisiert werde, ich würde hier jemanden ausschließen, dann habe ich damit ein riesengroßes Problem, muss ich sagen. Und wenn das auch noch aus der historischen Sprachwissenschaft heraus als die Studien, die zitiert werden zum Beispiel, als unzutreffend belegt werden, wie beispielsweise Studien, die zitiert wurden von wegen, da stellt man sich nur Männer drunter vor, eine englische Studie. Und dann stellt sich heraus, ja, die Studie ging aber nicht darum, ob die Maskulinform nur männliche Leute sind, sondern die Studie ging um Berufe, welche Berufe mit Männern verbunden werden und welche nicht. Also das war völlig falsch zitiert von der betreffenden Vertreterin der Gendersprache. Dann muss ich sagen, sind wir in einem hochbrisanten Bereich. Und ich würde deswegen, weil wir jetzt gerade hier in diesem sehr konkreten und gleichzeitig nebulösen Umfeld der Pflicht sind, was ist unsere Pflicht, wie müssen wir uns verhalten, wo gibt es Strafen? Ich hatte nämlich in einem Fall zum Beispiel in einer Arbeit, die im Rahmen einer Ausbildung stattfand, gesehen, jemand hatte dort, es wurde ausdrücklich gesagt, es ging um die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens, ein Kurs, ja.
jetzt nicht Uni, sondern eine Berufsschule. Und da wurde ausdrücklich den Schülern gesagt, Leute, ihr müsst gendern, weil in der Wissenschaft gendert man. So, da wurde die Arbeit abgegeben, da wurde von Ärztinnen und Ärzten eingeleitet und irgendwann wurde vom Patienten geschrieben. Diese Arbeit hat einen Punktabzug bekommen, die wurde eine Note schlechter bewertet und das ist kein Witz, weil die Person nicht durchgängig mindestens die Honorativform verwendet hat, wenn nicht gar das Stern, weil es ist in der Wissenschaft Pflicht zu gendern. Das ist eine ganz konkrete Auswirkung vom Nicht-Gendern. Und damit, und Frau Holland-Kunz, das, ich glaube, da liegen wir sogar auf gleicher Schiene, auch wenn Sie mich gerade nicht hören können, aber da liegen wir, glaube ich, auf gleicher Schiene. Und das fand ich so sympathisch von Ihnen, dass Sie nämlich sagten, ich gendere freundlich vor mich hin. Das finde ich eine wunderbare Einstellung. Aber ich fürchte, diese Einstellung, da sind wir längst durch. Wir sind bei einer indirekten gesellschaftlichen Pflicht, die sich sehr konkret und sehr direkt auswirkt. Und jetzt würde ich gerne, weil es um Pflicht geht, um Strafe, um Verpflichtung, überleiten zu Herrn Gräve, der uns nämlich aus der Sicht eines Rechtsanwalts hier konkrete Sachen, damit er endlich auch mal was sagen kann, und außerdem, ganz wichtig, konkrete Sachen machen kann. Vielen Dank, dass Sie so lange gewartet haben und zuhören konnten. Herzlichen Dank. Also Herr Gräve hat jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Ich kann ja auch noch sehr viel lernen hier in der Diskussion. Wir wollen ja, das Ziel ist ja, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, also den Leuten zu erklären, was sozusagen in unseren Disziplinen uns sozusagen beschäftigt. Als Rechtswissenschaftler ist es ja so, wir beschäftigen uns mit dem System, das regelt, wie Menschen eigentlich zusammenleben, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und wir können uns in Deutschland jetzt nicht darüber beschweren, dass wir zu wenig Rechtsnormen haben. Ja, wir sind im Moment so auf Platz 7 der meistregulierten Länder. Wir haben auf Bundesebene ungefähr 1800 Gesetze mit 2800 Rechtsverordnungen, auf Landesebene zwischen 70.000 und 120.000 zusätzliche Landesgesetze, Rechtsverordnungen, dazu nochmal ungefähr 1,6 Millionen Urteile und Beschlüsse. Und es wird ja auch automatisch immer mehr. Das heißt, wir müssen uns an sich immer die Frage stellen, wenn wir neue Regelungen bekommen sollen, die die Menschen verpflichten, ist es tatsächlich notwendig? Das sehen wir auch in der Politik, so Entbürokratisierung und so weiter. Für jedes neu geschaffene Gesetz soll man dann zwei abschaffen und so weiter. Das ist sozusagen der Punkt, von dem wir kommen müssen. Also immer genau überlegen, wenn wir neue Pflichten schaffen, weil wir bestimmen ja unser Rechtssystem selber, ist es tatsächlich notwendig. Und im Grundgesetz haben wir ja tatsächlich ein Diskriminierungsverbot, aber dieses Diskriminierungsverbot, übrigens haben wir auch unterhalb unserer Verfassung noch verschiedene Gesetze, die sich damit beschäftigen, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zum Beispiel, aber keines dieser gesetzlichen Regelwerke schreibt vor, dass wir jetzt gendern müssen oder nicht. So, aber natürlich haben wir, das ist ja auch schon angeklungen, schon eine Tendenz dahingehend, dass wir uns in Richtung einer Verpflichtung bewegen, weil Parteien so etwas wie allgemeine Gleichstellungsgesetze in ihren Parteiprogrammen verankert haben, sei es, weil viele der DAX-Unternehmen angekündigt haben, das ist schon ein bisschen her, der Trend ist ein bisschen eingeschlafen, im Unternehmen Gendersprache anzuwenden. Das Musterbeispiel ist ja Audi, die irgendwann mal eingeführt haben, wir sind jetzt AudianerInnen, wo es dann einen Shitstorm gab, das wollen wir nicht, und dann gab es wieder einen Gegenshitstorm und so weiter. Also es ist sehr emotional, das Thema, weil es die Menschen natürlich auch sehr stark betrifft. Und warum betrifft es sie? Weil es sie, auch wieder rechtlich gesprochen, in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht betrifft. Das ist ja so das, was uns irgendwie am nächsten ist. Und das ist was anderes, als wenn irgendeine Institution festlegt, Schnellladung wird jetzt in der Mitte mit 3L oder mit 2L gesprochen. Das gab ja auch in dieser Diskussion damals mit der Rechtschreibung. Aber Gender ist ja sozusagen qualitativ noch was anderes. Natürlich gibt es Interessen des Staates, was zu regeln. Wir müssen hier irgendwie mal regeln, wie die deutsche Sprache grundsätzlich funktioniert. Aber das ist natürlich etwas, was meistens von unten raus passiert und nicht von oben nach unten. So. Und das, was wir jetzt beobachten aus der Wirtschaft, ist, dass es natürlich auch immer mehr Unternehmen gibt, die das aus unterschiedlichen Gründen einführen, weil sie zum Beispiel glauben, dass es bei den Menschen beliebt ist oder bei insbesondere bei jüngeren Leuten, nicht, Kampf um Fachkräfte en vogue ist,
weil sie denken, dass sie dadurch Diskriminierung vermindern können im Unternehmen. Ich lasse es jetzt mal so stehen, das ist sehr umstritten, ob das so ist oder nicht. Also gibt es ganz viele Gründe und es ist immer so, dass man in das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers eingreift. Das kann man machen, aber man braucht eine Begründung dafür. Also wenn der Arbeitgeber das mit einem vereinbart im Arbeitsvertrag, wir benutzen hier Gendersprache und das ist unser Leitfaden und er sagt, alles klar, das machen wir so, dann ist das ja kein Problem, dann kann das ja jeder machen. Aber das wird natürlich dann zum Problem, wenn der Arbeitgeber sein Weisungsrecht ausübt und sagt, wir sprechen jetzt so und du machst es bitte auch. Und da gibt es natürlich ganz viele Problemfelder, weil es eben nicht so was ist wie, wir sprechen Englisch bei uns im Unternehmen. Gendersprache ist ja nicht vergleichbar jetzt mit, wir sprechen Englisch, weil dann unsere Kommunikation global einheitlich ist. Aber sowas haben wir schon mal in der Geschichte gehabt. Es gibt nämlich Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Kleidungsvorschriften machen. Die sagen, wir wollen einheitlich nach außen auftreten, unabhängig von Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und so weiter. Wir wollen einheitlich auftreten, deshalb ziehen wir alle Anzüge an und die Damen Kostüme. Das ist natürlich auch total umstritten, aber es gibt Branchen, da ist das anerkannt. Im Versicherungsgewerbe, bei der Bank, da können sie sowas machen. Und so eine ähnliche Tendenz haben wir jetzt auch, was zum Beispiel Gendersprache angeht, dass sagen, dass im Grunde genommen die, aus meiner Sicht jedenfalls, die einzige Möglichkeit ist, dass der Arbeitgeber sagen kann, wir haben eine gewisse Verkehrserwartung in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, und da wird erwartet, dass Gendersprache genutzt wird, deshalb musst du es nutzen. Und wenn das tatsächlich so ist, wenn man sich in so einem Bereich bewegt, das kann zum Beispiel progressive Presse sein, zum Beispiel, dann muss man das natürlich machen. Und das ist sozusagen, um jetzt meinen Monolog zu beenden, der Punkt, wo wir wieder zurückkommen auf das, wo Sie mich angesprochen haben. Wir sehen also aus dem juristischen Bereich schon, dass es ganz klare Tendenzen gibt, das verpflichtend zu regeln. Und das führt uns natürlich in das Dilemma, dass Menschen sich sagen, so einen tiefen Eingriff in die Sprache nicht vorschreiben lassen sollen. So, und das ist sozusagen das Dilemma der Rechtswissenschaft, die jetzt im Grunde genommen auf Sie Sprachwissenschaftler wartet, um zu überlegen, wie geht's eigentlich weiter? Ja, ich hätte eine konkrete Frage dazu gleich, beziehungsweise eine Sache, die die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung sicherlich nicht unerheblich beeinflusst von eben der Frage, ist eigentlich das genderneutrale Standardgenus oder generische Maskulinum oder wie immer man es nennen will, ist das eigentlich exkludierend, also ist das quasi diffamierend oder ist es inkludierend, ist es allbezogen? Und ganz praktisch, ein Anwalt hatte mir gesagt, ja, wir haben hier in der Nähe jemanden, der war ganz geschickt, der hat immer die Anzeigen, die Stellenanzeigen in den Zeitungen durchgegangen, hat sich dann auf Anzeigen beworben, bei denen nicht MWD dahinter stand oder damals noch MW. Und daraufhin hat er vor Gericht immer Recht bekommen, mehrfach wohlgemerkt. Und ihm mussten dann 3 Monatslöhne gezahlt werden wegen Diskriminierung. Er hat dann natürlich, also er hat eine Bewerbung geschrieben, ne, die wurde natürlich abgelehnt, weil er hat irgendeinen Quatsch geschrieben, das war auch völlig egal. Und zurück kam dann von Seiten des Gerichts, du musst ausbezahlt werden, du musst einen Schadensersatz bekommen, weil du wurdest diskriminiert, weil in der Anzeige wurde ja ausdrücklich die männliche Form verwendet. Kennen Sie das? Können Sie etwas in der Art bestätigen oder können Sie uns über die Hintergründe dessen erhellen? Diese Geschichte ist wahr, das gibt es. Das ist auch groß durch die Presse gegangen. Das ist Herr K. aus M. Das ist tatsächlich ein Rechtsanwalt gewesen, der, als das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eingeführt worden ist, das sozusagen eine Schwäche ausgenutzt hat. Der hat nämlich tatsächlich gezielt nach Stellenanzeigen geguckt, wo tatsächlich sagen, dass an einem, sagen wir mal, vom allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz intendierten Diskriminierungsmerkmal sagen festgemacht wurde. Also wir suchen, ich sage jetzt mal, junge Sekretärinnen. Ja, da haben sie natürlich gleich eine doppelte Diskriminierung. Jung diskriminiert Alte und Sekretärinnen diskriminiert Sekretäre. Ne? So, und nach solchen Stellenanzeigen hat er gesucht und hat sich gezielt darauf beworben. Dann ist er natürlich abgelehnt worden, weil er auf ganz viele Sachen gar nicht gepasst hat. Und dann hat er tatsächlich den vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vorgesehenen Schadensersatz von 3 Monatsgehältern dann eingeklagt und hat tatsächlich von vielen Gerichten das zugesprochen gekriegt, weil es so bestimmte Vermutungsregelungen gibt.
Das sind die sogenannten AGG-Hopper gewesen. Das ist tatsächlich passiert, dass sozusagen dann gab es eine große Anwaltskanzlei, die ein AGG-Hopper-Verzeichnis gemacht hat, wo man das sozusagen melden konnte. Das war dann auch rechtlich problematisch, wurde dann auch eingestellt. Das würde ich jetzt aber nicht sozusagen in die Richtung Gendersprache, sondern sozusagen orientieren, sondern das ist tatsächlich, das sind Einzelfälle von Leuten, die einfach Schwächen eines Gesetzes, was Neues ausgenutzt haben. Ja, so. Und das ist heute auch, ist das Thema erledigt. Also von daher heute braucht jemand, der sozusagen Stellenanzeige findet, wo drauf steht, wir suchen einen Lagermitarbeiter und das ist dann eine Frau, die bewirbt sich. Also das ist, wird heute sehr zurückhaltend beurteilt. Aber diesen Fall gab es natürlich damals. Ja, weil das zeigte ja zumindest damals dann, dass eben unter der männlichen Form, oder nicht unter der männlichen Form, sondern eben unter Genus Commune oder wie auch immer, dass darunter eben nur Männer verstanden wurden. Ne? Also das wurde damit ja auch explizit ganz hart rechtlich durchgesetzt. Herr Scholten. Ja, es gibt einen BGB-Kommentar, nach dem sich die Juristen richten. Okay. Und da ist das ausgeführt. Das klingt so ähnlich wie das, was der Herr Rieck am Anfang der Sendung gesagt hat. Also ohne Sprachwissenschaft einfach das Maskulinum neutral verwendet wird. Und das AGB, das ja dann später kam, nach diesem Kommentar, soweit ich das verstanden habe, ich habe das auch in meinem Buch, da habe ich diesen Fall mit der Geschäftsführerin, verbietet eigentlich, dass man sich überhaupt unwesentliche Merkmale wie Geschlecht oder Hautfarbe vorstellt, wenn man eine Stelle ausschreibt. Es schreibt nirgendwo vor, deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz, warum Sie von einer Schwäche des Gesetzes sprechen. Es schreibt nirgendwo vor, dass man tatsächlich alle Möglichkeiten, die man sich da vorstellen kann, hell, dunkelhäutig, Mann, Frau, die, dass man die ausführen muss, wie das ja normalerweise üblich ist in Stellenanzeigen. Wollen Sie direkt erwidern, Herr Gräve oder Frau Lorenz erstmal? Ja, es gibt ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Meiner Ansicht nach ist das Problem vielleicht gar nicht diese juristische Frage, sondern der soziale Druck, der ausgeübt wird. Also ich kann nur aus unserer Erfahrung als Netzwerk Sprachkritik sprechen. Bei uns haben beispielsweise schon Leute ihre Unterschrift unter unsere Liste, also im Internet, die wir eben gegen die Gendersprache im Öffentlich-Rechtlichen da ausgelegt haben. Da kann man unterschreiben, haben schon Leute angerufen oder haben sich bei uns gemeldet, haben gesagt, zwei Möglichkeiten. Die einen sagten, ich würde ja gerne unterschreiben, aber ich traue mich nicht. Ich bin an der Uni angestellt, ich habe einen befristeten Vertrag. Meine Chefin legt Wert auf diese Genderei. Ich kann nicht unterschreiben, wenn die das rausbekommen, wird mein Vertrag nicht verlängert. Ja, oder ein anderer hat sogar seine Unterschrift gebeten, dass seine Unterschrift zurückgezogen wird, weil er Angst hatte, dass das sozusagen ruchbar wird. Ja, also eine ganz bedenkliche Entwicklung. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in allen, hat auch schon Interessenten gegeben, der sagt, ich würde gerne bei euch mitmachen, aber ich habe wirklich, wirklich Angst, wenn das unsere Frauenbeauftragte mitbekommt, dann bekomme ich den größten Ärger und ich muss um meine Stelle fürchten oder ich muss Repressalien befürchten. Also im Prinzip der soziale Druck zu gendern ist erheblich und da geht es wirklich um Macht, es geht um Sprachmacht und es geht um Diskursmacht. Letztlich zwingt man diese Leute dann zum Verstummen. In einer Demokratie eine sehr gefährliche Angelegenheit, meiner Ansicht nach. Also ich habe in den letzten 10 Jahren durch meinen Podcast hunderte von Mails bekommen. Bei der Universität sind es immer Promoventen, sind so spezielle Studienrichtungen. Ich kann nicht sagen, ob das repräsentativ ist, was ich bekomme oder nicht. Das ist natürlich ein bisschen heikel, weil auf der einen Seite gibt es natürlich Vorschriften, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit verfasst, aber zugleich gibt es auch die Freiheit der Wissenschaft. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Kunst. Ich bekomme auch viele Zuschriften, zum Beispiel von Redakteuren wie Bayerischer Rundfunk, habe ich mal an einem Tag über 300 bekommen. Da hat der so eine Richtlinie erlassen oder von Redaktionen. Und da sage ich halt immer, was der Herr Gräve da schon gesagt hat, wenn man sich im Namen eines Unternehmens äußert, dann kann der Arbeitgeber natürlich Vorschriften machen, wie er das zu tun hat. Gerade bei Journalisten, ne, da können die nichts machen. Vielleicht Frau Lorenz gerne.
vielleicht auf einen Artikel verweisen. Eines unserer Mitglieder, Tim Schröder, er ist freier Wissenschaftsjournalist, also er lebt sozusagen von seinen Texten, die er verkauft. Und er beschreibt in diesem Artikel, den er für die FAZ geschrieben hat, sehr, sehr anschaulich, welche Risiken er eingeht, wenn er darauf besteht, nicht zu gendern. Ja, also das bedeutet im Klartext, das kostet auch ein bisschen, es ist auch das Risiko seiner ökonomischen Existenz, nicht? Dann bekommt er keine Aufträge mehr, wird eventuell auch noch bei Geschäftspartnern sozusagen gecancelt. Also, sprechen Sie ist da von dann, der Wirtschaft? Oder Universität? Ich rede, ja. Der Fall jetzt gerade. Er ist freier Wissenschaftsjournalist. Ja, er schreibt für Redaktionen, für Zeitschriften, für Wissenschaftszeitschriften und schildert das. Ich finde es auch sehr, sehr mutig, dass er diesen Mut gefunden hat, das überhaupt auch öffentlich zu schildern. Ja, es gibt einen Artikel von ihm, den kann ich Ihnen auch gerne mal verlinken. Genau, schicken Sie das Herrn Rieck bitte den Link, dann kann sehr er gerne, den ansehen. Sehr gerne, schicke ich ihn gerne. Die zweite Sache ist natürlich auch folgendes. Dieser Druck ist ganz erheblich und es ist eigentlich auch das Problem ist natürlich auch noch eine ganz andere Sache als Rezipient von öffentlich-rechtlichen Medien. Private Medien sind für mich auch außen vor. Ja, es gibt sowas wie, jetzt muss ich an den Juristen wieder, es gibt sowas wie Tendenzschutz bei privat betriebenen Zeitungen. Ne? Das ist klar, die können eine Linie vorgeben, die können auch ihren Angestellten und ihren Redakteuren auferlegen, zu gendern oder nicht zu gendern. Das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist ein privates Unternehmen, die da auch ein gewisses Recht haben, in der Außendarstellung auf eine Einheitlichkeit zu achten. Problematisch finde ich ist halt bei Medien, die von meinen Gebühren bezahlt werden. Und von den Gebühren auch der Kassiererin, die also sozusagen von ihrem kleinen Gehalt Steuern bezahlt, von denen da die Frauenbeauftragte vielleicht auch bezahlt wird. Ja, also das sind alles Aspekte, die ich als sehr bedenklich betrachte. Und und da ist der soziale Druck erheblich. Und wie gesagt, Leute verlieren ihre im Zweifelsfall ihre Existenz. Ja, also da ist auch, also, und das ist im Prinzip, das ist eine Frage von Diskursmacht, auch von politischer Macht. Ist es auch so, ist es auch eine wirtschaftliche Frage. Es gibt auf der anderen Seite ebenso, es gibt inzwischen eine Menge Angebote im Internet oder auch Bücher, es gibt Kurse, Seminare, wie gendere ich richtig? Ja, die so sozusagen entsprechen die sozusagen dem durch politisch herbeigeführten Zeitgeist. Das sind alles Entwicklungen, die ich als sehr bedenklich einschätze. Ich würde gerne mal zu dieser Frage was sagen. Also ich kenne selber ganz stark den Druck an Universitäten, in einer bestimmten Richtung zu arbeiten, zu forschen, zu lehren, zu sprechen und so weiter. Das mögen Sie vielleicht von einer Professorin nicht unterstellen oder denken, ich bin diejenige, die selber da Macht ausübt. Das ist keineswegs der Fall. Ja, die Hochschulleitungen, die Frauenbeauftragten, die sind auch nicht freundlich zu jeder Professorin. Was ich aber eine interessante Frage finde, und ich habe Herrn Grewe schon so verstanden, dass wir das auch vielleicht in den Blick nehmen sollten. Das Recht ist sowohl eine Unterstützung unserer Wirklichkeitskonstruktion, wir wollen vielleicht in einer bestimmten Richtung gesellschaftlich weitergehen, als auch, es ist auch die Reflexion von einer bestimmten schon gegangenen Richtung. Und das, was ich interessant finde und da habe ich den Eindruck, wir sind da so in der Mitte zwischen diesen beiden Entwicklungen und das mag mich bitte aber der Rechtswissenschaftler korrigieren. Ich glaube, im Moment kämpfen wir ein Stück weit aus. Wollen wir in diese Richtung weitergehen? Wollen wir diese Form der Regulierung weiter fortentwickeln? Oder haben wir den Eindruck, das ist genau ein Problem, dass wir jetzt diese Form der Regulierung machen oder machen sollten, machen wollen. Und diese 100 Milliarden Sätze, die Sie da vorhin angeführt haben, das ist ja im Prinzip die Frage, ist das Teil der Wirklichkeit, die von allen geteilt wird? Ja. Und ich glaube, dass wir in dieser Frage wirklich
tatsächlich eine ganz starke Kontroverse haben. Und das ist nicht, meiner Ansicht nach, nicht mit reinen Mehrheitsfragen zu entscheiden, indem man sagt, okay, 300 Leute wollen, dass gegendert wird und 250 wollen das nicht. Und ich glaube, dass wir tatsächlich da eine ganz andere, nämlich normengeleitete Diskussion führen müssen. Und ja, die ist doch auch genau umgekehrt. Die Mehrheit ist nicht. Wo gibt ich bin es denn noch nicht diese fertig. Debatte? Ja, Moment, bitte. Nur, diese Debatte gibt hier. Es zum Beispiel gerade hier. Ich kenne viele Orte, an denen diese Debatte geführt wird. Ja, das Frau ist Holland eine Diskussion, die auf der Ebene der Rechtswissenschaft, auf der Ebene der Politik, auf der Ebene der von uns gewählten demokratischen Gremien, auf der Ebene der öffentlich-rechtlichen Medien, auf der Ebene von ganz vielen Instanzen, die nicht quasi von ihnen ihre Legitimation abgesprochen bekommen können. Und ich frage den Rechtswissenschaftler, wo Sie denken, an welcher Stelle dieser Diskussion befinden wir uns gerade? Herr Greive? Also ich verstehe das, sozusagen, wo sagen, Herr Scholten herkommt, aber ich würde jetzt sagen, aus meiner Beobachtung schon sagen, dass es die Praxis mag das eine sein, ob man das tatsächlich im Supermarkt so spricht, aber es ist natürlich schon, das Thema Gendersprache ist natürlich, zeigt ja auch, dass wir uns hier darüber zusammensetzen, ist natürlich ein Thema, was in der Gesellschaft diskutiert wird. Deshalb kann man, glaube ich, schon sagen, unabhängig davon, ob es im täglichen gesprochen wird oder nicht, es ist ein Thema, über das man diskutiert. So. Und wenn man das sozusagen aus juristischer Sicht sich angucken will, dann gibt es einen ganz großen Bereich, der sagen nicht justiziabel ist, der sagen nicht in meinen Beritt fällt, wo man sagt, die Gesellschaft muss das im Grunde genommen unter sich aushandeln, was sie möchte oder was sie nicht möchte. Das gilt für alle Themen so. Und die Politik, der Gesetzgeber, nimmt diese diese Meinung, diese Wellen auf und sozusagen hat ja selbst eine eigene Meinung, wenn es jetzt gerade nicht eine technokratische Regierung ist, sondern jeder hat ja auch irgendwo eine Idee, wie sein Gesellschaftsmanagement, in welche Richtung es gehen soll. Die Ampel würde es wahrscheinlich anders machen, als wenn wir eine rein schwarz-gelbe Regierung hätten. Und dann gibt es entsprechende Gesetze. Und dann müssen wir uns, dann kommt quasi der Jurist ins Spiel, da müssen wir uns Gedanken machen, das, was möglicherweise die Gesellschaft will, was die Politik in einer Gesetzesform gibt, ist das etwas, was sozusagen der Gesetzgeber tatsächlich beschließen kann, weil wir haben ja die Grundrechte und die Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. So. Und mit einer bestimmten, über das notwendige Maß hinaus geregelten Art der sprachlichen Kommunikation greift er in diese Grundrechte ein. Und da müssen wir uns fragen, ist es überhaupt möglich, weil der Gesetzgeber kann das nicht regeln, wenn es sozusagen in unsere Grundrechte eingreift. So, dann sagt das Bundesverfassungsgericht dann, dieses Gesetz ist unwirksam. So, das heißt, das ist etwas, womit sich sozusagen die Juristen jetzt schon beschäftigen, was auch umstritten ist. Könnte der Gesetzgeber Gendersprache gesetzlich einführen oder nicht, oder würde es gegen die Grundrechte verstoßen? Das ist etwas. Jura ist ja keine Naturwissenschaft. Wir können nicht sagen, die Gravitationskonstante ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, da gibt es keine Diskussion, sondern das Recht ist etwas, was Menschen gemacht haben, was wir auch verändern können. Und deswegen müssen wir uns überlegen, können wir es verändern? Weil es gibt bestimmte Normen, die wir nicht mehr verändern können. In Deutschland als Lehrer aus dem Dritten Reich zum Beispiel, dass wir so eine Ewigkeitsgarantie haben, dass die Grundrechte eben nicht außer Kraft gesetzt werden können. Das ist etwas, worüber wir Juristen jetzt gerade diskutieren, und das, was sie tun, ist aus meiner Sicht so ein bisschen vorgelagert, sagen die wissenschaftliche Begleitung des gesellschaftlichen Diskurses in all seinen Ausgestaltungen. Vielleicht dazu noch ganz kurz, auch wegen der Statistik sozusagen. Herr Professor, Herr Rieck hatte dazu in einem Video vor, gar nicht so langer Zeit, von einem Monat ungefähr, hatte er zwei Untersuchungen vom Allensbach-Institut zitiert. Ich teile das hier mal kurz, nur damit Sie davon auch eine Orientierung haben. In dem einen wurde untersucht, in welchem Alter die Leute das Gendern übertrieben finden, in dem anderen, in welchem Alter sie es nicht übertrieben finden. Die dunkelblauen sind, es ist nicht übertrieben, und die hellblauen sind übertrieben jetzt. Überspitzt gesagt. Und da ist es ganz interessant, denke ich, dass zwar auf der einen Seite die Seite, die es übertrieben findet, schon zwar immer sehr hoch ist, dieser Balken,
aber die Seite der anderen, die es nicht übertrieben finden, trotzdem durchaus präsent ist. Also in einem für eine Demokratie auch nicht unrelevanten Teil, zumal es sich ja immer um eine Stichprobe hier handelt. Wir haben dann im Weiteren eine weitere Folie gezeigt bekommen zur Parteianhängerschaft. Und auch hier ist es sehr interessant, wie die Verteilung ist, dass das Gender nämlich übertrieben beziehungsweise dunkelblau nicht übertrieben sei. Und selbst bei den Grünen, wo man eigentlich erwarten würde, dass die meisten es für nicht übertrieben halten würden, ist eine Majorität der Ansicht, dass es übertrieben sei. Aber wie gesagt, auch hier immerhin 23% bei der SPD, 19% bei der CDU-CSU, die ja als durchaus konservativ gilt, 25% bei den Grünen, gar nicht so viel mehr, finden das Gendern durchaus nicht übertrieben hier. Und das vielleicht nur kurz als Eingabe zu der zum statistischen Teil. Aber ich möchte dabei gar nicht jetzt noch die weitere Diskussion unterbrechen und Frau Lorenz als Nächste annehmen. Wer als Nächste spricht, bitte kurz Hand heben, dann kann ich eine Rednerliste machen und wir haben es schön geordnet. Frau Lorenz, bitte. Ja, eine kurze Ergänzung. Eine neuere INSA-Studie, die also die belegt, dass oder eine Umfrage vielmehr, die erlebt, also 65% der Befragten lehnen die Gendersprache ab, ganz eindeutig. Sogar unter den Anhängern der Grünen ist dieser Anteil sehr, sehr hoch. Und das kann ich übrigens auch gerne, um nochmal auf dem Nähkästchen zu plaudern, von unserem Netzwerk auch sagen. In unserem Netzwerk Sprachkritik haben wir einen Gegner des Genderns, der Mitglied bei den Grünen in der Grünen Partei ist. Also auch dieses Vorurteil, das sind ja alles nur Leute, die sehr konservativ sind oder fast schon rechts oder sogar rechtsradikal, lehnen das ab. Also das stimmt einfach nicht. Ja, also das sind Leute aus allen politischen Lagern. Und was man immer halt wieder feststellt, und dagegen wehre ich mich, diese konstruktivistische Herangabe. Realität soll geändert werden, indem unser Sprachsystem geändert wird oder indem Sprache geändert wird. Es funktioniert erstens mal nicht. Ja, es hat noch nie funktioniert. Und zweitens mal ist es auch nur dazu eigentlich geeignet, Leute noch im Prinzip wütender zu machen, gegen sich aufzubringen oder ähnliches. Also wie gesagt, wenn ich den Eindruck habe, dass man mir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon per Sprache etwas wie das richtige Denken beibringen soll, und zwar indem man Sprachformen verändert, dann fühle ich mich auch nicht mehr, da fühle ich mich auch ein bisschen heimatlos. Ich selbst habe mal einen Artikel drüber geschrieben, verlinke ich Ihnen auch gerne oder schicke ich Ihnen auch gerne, wie heimatlos man sich fühlt, wenn man mit Sprache aufgewachsen ist, wenn man mit bestimmten grammatischen Formen aufgewachsen ist, und dann auf einmal sieht, dass das alles, dass willkürlich unser ganzes Sprachsystem verändert wird und mir das sozusagen dann noch aufgedrückt wird. Also wenn auf der Website einer Stadt steht, also Stadt Fußgänger, Wege für Fußgehende, da frage ich mich wirklich, Es ist in jeder Hinsicht falsch, es ist grammatisch falsch, es ist von unserem Sprachsystem her gedacht und es ist auch nicht sehr sprachsensibel und berücksichtigt auch nicht die Wünsche der Einwohner dieser Stadt. Also insofern halte ich es für eine hochproblematische Angelegenheit, sowas wie eine Wirklichkeitsveränderung oder Realitätsveränderung durchsetzen zu wollen durch die Veränderung der Sprache oder durch Sprachdiktate, denn letztlich anderes ist das nicht. Vielleicht an dieser Stelle eine Überleitung, falls gewünscht, zu Herrn Rieck. Ich hatte ja als einen möglichen Gesprächspunkt sozusagen die Machtfrage thematisiert aus seiner Perspektive als Spieltheoretiker. Und es geht jetzt nicht nur um die Macht, die seitens der Gender-Befürworter, sondern natürlich auch um die der Gendersprachgegner sozusagen hier ins Spiel kommen könnte. Möchten Sie dazu
ein paar Punkte ausführen, Herr Ries? Also möchten ist, glaube ich, hier falsch gesagt. Ich würde tatsächlich gerne. Allerdings sehe ich hier gerade mal so ein bisschen auf unseren Zeitzähler. Da sind wir jetzt schon über 2 Stunden. Ja. Und ich glaube... 2 Teile. Ja, 2 Teile werden sowieso, ja. Aber ja, ich kann Sie verstehen. Genau, wir sind knapp in der Zeit. Also wenn Sie sagen würden, es ist okay für Sie, dass wir das an dieser Stelle nicht tun. Ist völlig okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt... Ich hätte nämlich einen letzten Punkt, genau, dass wir zum Abschluss kommen. Und zwar vielleicht, wenn Sie kurz in sich gehen... wir haben das Dilemma, einerseits fühlen viele Leute, wenn sie in einer maskulinen, sogenannten maskulinen oder genderneutralen Form sprechen, Lehrer, dass sie automatisch an Lehrer denken und möchten das gerne korrigieren, weil sie auch Frauen meinen. Wir haben Leute, die explizit, auch aus politischen Hintergründen, hervorheben wollen, auch Frauen können das sein und also wünschen sie sich eine Form, bei der Frauen inkludiert sind, beziehungsweise weiterführend dann die Diversen eben mit dabei sind. Wir haben einen enormen politischen Diskurs um die ganze Geschichte, was wir auch hier an den teilweise angenehmen, hitzigen Diskussionen, die dann doch aufgekommen sind, sehen können. Und wir haben das Problem, dass viele Lösungen, viele Scheinlösungen oder viele Vorschläge, teilweise auch mehr oder weniger erzwungen wirkende Vorschläge aus meiner Sicht, sprachlich nicht wirklich funktional sind, wie der Genderstern. Wie gesagt, ich kann keinen Text im Genderstern lesen, das geht nicht, Punkt. Und insbesondere dann nicht, wenn es ein Regelwerk ist, das die Leute verstehen sollen. Von daher, falls Sie kurz in sich gehen könnten und sich mal überlegen könnten, wie würden Sie vorschlagen, wie können wir als Gesellschaft die Gendersprache, welchen Weg können wir beschreiten, um dieses Thema konstruktiv auf eine möglichst konsensuelle, für möglichst viele Leute, ich spreche nicht von kleinen Narzissten und von Machtpolitikern, aber eher von politisch Engagierten durchaus, also nicht nur von der sogenannten breiten Masse, aber auf eine Weise lösen, die für alle einen erträglichen Kompromiss gäbe. Jeder bitte möglichst kurz halten, 1-2 Sätze, das meine ich ernst, wir mit Blick auf die Zeit. Jo, weil ich hatte, nachdem Herr Rieck meinte, wir haben ja Zeit, habe ich die Zügel ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt müssen wir dann doch wieder ein bisschen mehr unser Pferd auf Trab halten. Also, dann würde ich bitten um Herrn Weiß. Wie würden Sie das Dilemma lösen denn? Also ich würde vorschlagen, dass man in der gesprochenen Sprache moderat wie möglich damit umgeht. Und wenn man jemanden in der Ansprache natürlich immer dann Beidbenennungen benutzt, für alle diese Sternchenformen, die würde ich auch in der geschriebenen Sprache nicht benutzen. Sehr gut. Dann Frau Lorenz, Ihre Gedanken. Bitte. Ich bin in meiner frühen Jugend in der Ära Willy Brandt sozialisiert worden. Er hat eine tolle Rede gehalten und hat gesagt, mehr Freiheit wagen. Das würde ich jetzt auch sagen. Und zwar bitte wieder geben Sie wieder Spreche- und Wortfreiheitsziehe, würde ich mit Schiller auch sagen. Abschaffung von Genderleitlinien an Universitäten. Aufhören, das generische Maskulinum zu tabuisieren oder gar zu bannen. Also es ist richtig gehend, wird in verschiedenen Schriftstücken, auch in amtlichen Schriftstücken, regelrecht gebannt und vermieden. Aufhören mit einer Vermeidungssprache. Geben Sie den Leuten die Freiheit, wieder so zu schreiben und zu sprechen, wie es unserem Sprachsystem entspricht und wie sie es auch letztlich gelernt haben. Herr Scholten, bitte kurz und knapp. Also, wie ich sagte, der Anteil der gegenderten Sätze unter allen jeden Tag gesprochenen Sätzen in der echten natürlichen Sprache ist null. Deswegen brauchen wir keinen Kompromiss. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich glaube nicht, was Herr Grewe gesagt hat, dass es eine Diskussion gibt. Es gibt in manchen Kreisen, weder Politik oder hier, vielleicht solche Diskussionen, aber es werden ja keine Argumente ausgetauscht. Die Feministen behaupten, dass alle ihre Erkenntnisse auf Wissenschaft beruhen.
Und die Leute, die dagegen sind, sagen, dass es ja irgendwie die Sprache verstümmelt oder praktisch im Alltag unpraktisch wäre. Das ist natürlich auch kein gutes Argument, denn wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es ja eigentlich um was ganz anderes geht, nämlich um die Gleichberechtigung oder die Gleichstellung der Frau, dann wäre mir die Schönheit der deutschen Sprache auch egal, wenn ich tatsächlich ein Ungleichgewicht sehen würde oder die Frau beschränkt finde, gesellschaftlich. Das war jetzt noch kein Vorschlag, oder? Der Vorschlag wäre, auch in früheren Zeiten ist man ja gut zurechtgekommen. Immer dann, wenn Frauen anwesend waren oder irgendwas gemacht haben, wurden sie ausdrücklich erwähnt. In den vergangenen 5000 Jahren in der indogermanischen Sprachkontinuum ist das immer so gewesen. Es ist nicht wahr, dass Frauen nicht erwähnt worden wären. Sie wurden überschwänglich gefeiert, wenn sie mal was gemacht haben. Wenn es Frauen gibt, dann werden sie auch erwähnt. Und das kann man ja auch mit Wörtern wie Mann oder Frau, Damen und Herren machen. Das wäre es eigentlich. Gut, vielen Dank. Als nächstes Herrn Gräve, bitte, mit einem kurzen Statement. Eine Idee, Vorschlag. Also eine konkrete Idee und Vorschlag habe ich nicht, aber es wird ja schon, sagen, ich habe jetzt direkt damit auch nichts zu tun, aber es wird ja schon sehr lange oder länger diskutiert und ich habe den Eindruck, dass es vor einiger Zeit intensiver war, jetzt ist es wieder etwas mehr abgeklungen und ich glaube, es sind eben gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, von denen wir offensichtlich uneinig sind, wie groß der gesellschaftliche Teil ist, der es vertritt. Aber ich glaube, wir brauchen eben eine gewisse Zeit in der Gesellschaft, bis wir zu einer mehrheitsfähigen Meinung gelangt sind. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin und ich würde mich freuen, wenn man den einfach weiter beschreiten würde. Frau Harry, können Sie Frau Holland-Kunz bitte sagen? Frau Holland-Kunz, bitte. Ja, vielen Dank. Ich würde noch mal auf einer ganz anderen Perspektive sagen, wenn wir tatsächlich bei Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit angekommen sind und die Berechnungen der Vereinten Nationen gehen von ungefähr noch 500 Jahren aus, bis wir dann da sind, dann können wir von mir aus auf jede Form des sprachlichen Genderns verzichten. Dann müssen wir diese Form der Symbolpolitik oder der Trostpolitik, möchte ich mal fast sagen, bräuchten wir dann gar nicht. Aber da sind wir tatsächlich noch lange nicht. Ja. Und ich bin immer wieder, und das möchte ich gerne als persönliche Anmerkung sagen, ich bin immer wieder ein Stück weit auch erschrocken über die Heftigkeit, mit der das Gendern kritisiert möchte, kann man fast schon nicht mehr sagen, mit der das Gendern angegangen ist. Als wären alle, die den Eindruck haben, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir die gesellschaftliche Realität, so ungleich sie im Moment noch ist, versuchen wenigstens ein Stück weit zu sprachlich abzubilden, dass das so furchtbar ist. Also ich bin da ein bisschen ratlos, muss ich Ihnen sagen. Vielen Dank. Herr Rieck, bitte. Ja, vielleicht nur als kurzen Kommentar dazu. Ich glaube, es richtet sich gar nicht so sehr gegen das Gendern an sich, sondern gegen den Zwang zu gendern. Das ist das, was kritisiert wird. Und das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Aber wie gesagt, das ist nur meine Einschätzung dazu. Was die Sprache selber angeht, ich bin ja selber auch Autor. Und ich versuche einfach mal so natürlich wie möglich zu schreiben. Also ich sage, das muss natürlich klingen. Das muss so sein, dass man es einfach unmittelbar, wie es dort steht, auch sprechen können muss. Nicht schreiben, wie man spricht, aber dass es sprechbar ist, was man dort geschrieben hat. Und deshalb würde ich immer dafür plädieren, einfach die neutrale Form, die von manchen für die männliche Form gehalten wird, also diese neutrale Form zu verwenden, da wo klar ist, was gemeint ist. Und immer dann, wenn Missverständnisse auftauchen können, das einfach nochmal klarzustellen. Denn es gibt bestimmte Situationen, da funktioniert das dann eben auch mit dieser neutralen Form nicht, weil es eben nicht mehr richtig verstanden werden kann. Ich möchte jetzt gar keine Beispiele bringen. Aber auch da kann man es eben so machen, dass es möglichst natürlich ist. Und das ist das, wofür ich einfach mal plädieren würde. Und ansonsten einfach natürlich den Leuten so viel Freiheit lassen, wie es überhaupt nur geht. Ja, wenn der eine gendern will, soll es tun. Wenn es der andere nicht will, soll es halt bleiben lassen. Ja, herzlichen Dank. Damit komme ich zum Abschluss sozusagen mit dem eigenen. Ich glaube, zur Schülerzeitungszeit oder kurz danach hatte ich bereits das BIN-I verwendet und fand das notwendig. 2010 hatte ich dann einen Artikel geschrieben, wo ich letzten Endes gesagt habe, das BIN-I ist Quatsch, das ist irgendwie, das funktioniert nicht.
Bin aber war dann in Schweden gewesen, wo Gendern per se, es gibt es in einer sehr niederschwelligen Form, aber nicht in einer höheren Form, weil dort wird einfach alles in dem sogenannten generischen Maskulinum oder im generischen Femininum, je nach Berufsgruppe, bezeichnet. Und die haben auch nicht das Problem mit unseren lieben Artikeln. Als ich dann zurückkam nach Deutschland, hatte ich einen Artikel gemacht zur Frage und auch ein Video zur Frage, ob wir vielleicht mit dem Trema-I glücklicher wären als mit dem Stern, weil da bereits überall angefangen wurde zu sternen und das Trema-I, Entschuldigung, also das I mit den zwei Pünktchen drauf, zumindest eine lesbare Form vielleicht ermöglichen könnte, das Ganze im Plural. Bis dann sowohl das Buch von Herrn Scholten als auch vor allem das Buch von Herrn Meinecke, muss ich sagen, und wie gesagt die Erfahrung aus dem Hörbuch. Das war für mich eine Art Augenöffner, von wegen, Mensch, wir sind ja doof oder ich bin ja doof. Im Prinzip, das generische Maskulinum ist ja gar kein generisches Maskulinum, sondern das wäre doch die Lösung dafür. Nun kann ich Frau Holland-Kunz beispielsweise auch sehr gut verstehen, die sagt, es ist ein wichtiges Instrument, um Frauen auch den angemessenen Platz in der Gesellschaft einzuräumen. Bin persönlich jetzt anderer Ansicht und wie gesagt, ich würde auf das Gendern verzichten, aber ausdrücklich nicht auf die Honorativform, wo sie angemessen ist, nicht durchgängig, und denke von daher, es ist einfach wichtig, dass wir viel mehr und offen im Prinzip, wie wir es hier gemacht haben, wenn wir auch eine starke Tendenz in der Diskussionsrunde gegen das Gendern haben, das gebe ich zu, aber das lag an verschiedenen Faktoren. Leider ist Frau de Vries zum Beispiel nicht dabei, die leider erkrankt ist. Die hätte uns die Sicht der queeren Jugendlichen aus Queer Erlangen sagen können, wie man dort dazu steht. Das können wir eventuell noch nachreichen. Aber ich denke, wir sind, wenn dann, und das zeichnet ja eine Demokratie und eine offene Gesellschaft aus, auf einem guten Weg, wenn wir offen über die verschiedenen Aspekte diskutieren und auf Augenhöhe angemessen und gegenseitig würdigend darum streiten. Und das, muss ich sagen, vermisse ich in der gegenwärtigen politischen Kultur sehr stark. Das wird auch immer wieder gesagt, aber nichtsdestotrotz haben wir das Problem mit Cancel Culture und Labeling und wie die ganzen neudeutschen Begriffe heißen, eher ziemlich massiv, gerade wenn man sich dem entgegenstellt. Und insofern hoffe ich und kann ich nur dazu ermuntern, weiterhin streitend ihre Position zu vertreten mit Argumenten, aber immer fair und auf Augenhöhe letzten Endes, gerne auch etwas hitziger. Ich weiß, in der akademischen Welt ist Hitzigkeit nicht unbekannt, aber das ist auch, wenn die anderen das so wahrnehmen, gut so. Wichtig ist, dass wir nicht cancelnd, nicht verletzend, nicht herabblickend werden, sondern eben durchaus wahrnehmen. Es gibt verschiedene Ebenen, was sich hier ja auch sehr schön gezeigt hat, die Wahrnehmungsebene der politischen, der aktiven Leute, die Wahrnehmungsebene der Linguisten. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen für dieses sehr lange, ausführliche Gespräch. Falls Sie Lust haben auf eine konkrete Diskussion tatsächlich zwischen einzelnen Vertretern von Ihnen oder auch anderen, dann seien Sie herzlich eingeladen. Wir können das gerne auch im kleineren Kreis wiederholen. Wichtig ist dabei immer, dass wir es der Öffentlichkeit zugänglich machen, damit diese sich informieren kann. Denn wie wir wissen, für jede Diskussion sind Argumente entscheidend. Und die kriegt man nur, indem man sich informiert und indem man unterschiedliche Positionen hört und eben einem Streit beiwohnen darf, der eben, wie gesagt, auf Augenhöhe basiert. Also herzlichen Dank, einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie bitte noch kurz in der Leitung, denn Herr Rieck muss Ihnen da noch zum Abschluss jetzt etwas sagen mit Chrome und so, dass unser Gespräch auch ordentlich aufgezeichnet wird. Aber erstmal vielen Dank für Ihre Anwesenheit, für Ihre tollen Beiträge durch die Bank. Herzlichen Dank. Ja, in diesem Sinne kann ich auch noch einmal kurz an unsere Zuschauer gerichtet sagen. Also wer bis hier durchgehalten hat, ist ja auch von den Zuschauern jetzt ein echter Held. Ich bin gespannt, was unten in den Kommentaren dazu drin steht. Also die Kommentarspalte bei meinen Videos ist normalerweise eine sehr interessante. Also ich kann nur anregen, dort was reinzuschreiben und auch nachzulesen, was die anderen geschrieben haben. Nochmal kurz den Hinweis, wir haben hier verschiedene Veröffentlichungen erwähnt. Diese verschiedenen Veröffentlichungen, die werde ich auch unten drunter verlinken. Also gucken Sie auch einfach gerne unten mit rein. Weiterhin diejenigen, die sich das hier angeguckt haben und nicht meinen Kanal abonniert haben, die holen das jetzt hoffentlich nach, damit sie immer wieder solche spannenden Sachen erleben. Und in dem Sinne, ich freue mich darauf, Sie hier wiederzusehen. Bis zur nächsten Woche. Bis dahin.